lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der aventurischen Geschichtsstunde. Heute bin ich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo von mir. Und mit dem Raphael. Hallo Raphael. Hallo auch von mir. Und wir sind hier und möchten das fünfte Zeitalter besprechen. Das Großartige, das, vielleicht doch nicht so großartig, vielleicht doch dunkel. Einerseits ist es das Zeitalter der vielen Völker, aber es ist auch der Äon des Namenlosen. Und womit hat es denn das letzte Mal aufgehört? Könnt ihr da nochmal einer von euch eine kurze Rekapitulation vom Besten geben? Ja, ist schon ein bisschen länger her natürlich, auf des Zwischenspiels. Aber wir hatten ja zuletzt das Thema gehabt, dass, wenn ich mich nicht ganz daneben lege, wir Mardas Frevel an der Zeit auch gehabt haben, nicht wahr? Die Magie liegt jetzt Zeit daneben, ne? Magie entsteht, die Trolle kommen zur Macht und es wird viel gezaubert und viel zerstört, wie in allen Zeiten eigentlich. Und dann hatten wir das letzte Kamakorteon, hatten wir darüber schon gesprochen, ist echt so lange her, ich weiß es gar nicht mehr genau. David nickt aber zumindest, ist ein gutes Zeichen, ja. Dass wir das... Also Mardas Frevel war im dritten Zeichen. Im dritten sogar schon, ja. Und im vierten haben dann Praios und Mithril da dem Goldenen vorgeworfen, dass er Mardas Absichten nicht rechtzeitig erkannt und verhindert hat. Ja, du hast völlig recht. Aber ich glaube, das Besondere ist doch, deswegen habe ich auf das Kamakorteon abgespielt, dass am Ende des vierten Zeitalters einer unserer größten Bekannten, nämlich Praios, sich seinen wohlverdienten Zwischenruhestand einholt in Alvaran und fürs fünfte Zeitalter nicht zur Verfügung steht. Deswegen hatte ich Marder noch im Kopf, aber das hat damit ehrlicherweise nichts zu tun, habt ihr recht. Aber das, ein Zeichen, das fünfte Zeitalter könnte mehr Magie enthalten als andere, weil Praios sich seinen Platz aufgibt. Naja, also es war ja nicht freiwillig. Er beansprucht schon Amt des Wetterfürsten, aber als ehemaliger Statthalter und Berater des Goldenen ist es etwas, Und Ka hat zwei Göttinnen genannt, Zaturia und Charybda. Und die möchten das, die dritte Sphäre wieder aufbauen. Ja, insbesondere die ganzen Zerstörungen wieder durch Vielfalt, durch, wie heißt es so schön, überbordende Vielfalt erfüllen, um den Schrecken vergessen zu machen. Es hat eine spannende Kombination, weil das ja Gottheiten sind, die wir so im modernen Aventurien eigentlich gar nicht oder nicht unter diesem Namen kennen. Und Zaturia ist dann diejenige, die eher so auf in Land und Luft für die Bevölkerung, also dafür sorgt, den Kontinent wieder zu bevölkern mit Leben und mit Völkern. Und Charybda diejenige, die dann in den Wassern und im Meer und in den Flüssen neues Leben schafft. Es ist auch tatsächlich eher die Ausnahme, dass dieses Amt des obersten Richters oder der obersten Richterin mit zwei Göttinnen oder Göttern besetzt ist und sorgt erstmal dafür, dass tatsächlich wieder aufgebaut wird, aber auch Völker entstehen, die es vorher so noch gar nicht gab. Darunter auch einige, die eben bis in die moderne Zeit überdauert haben. Die ersten wandelnden Bäume, also Waldschrate, Baumschrate, aber auch Minotauren, die stierköpfigen, die pferdeförmigen Zentauren, Satyren, viele Völker, die es nicht mehr in so häufiger Zahl gibt, die aber immer noch vertreten sind in der Aventur. Was für mich auch echt immer sehr spannend finde, denn die Zentauren sind ja tatsächlich, ich sag mal, von den klassischen Fantasiewesen, ich sag mal, die prominentesten, die im Aventurien nicht über den Weg laufen, ja, mit Sicherheit. Und es gibt sehr, sehr wenige Hinweise, dass es mal Zentauren gegeben hat. Eine von denen ist genau hier im fünften Zeitalter, dass sie da entstanden wurden. Es gibt zu späterer Zeitpunkt noch ein, zwei Quellen, aber sehr interessant, Zentauren würde man naiv auf den Zyklopeninsel neben den Minotauren irgendwo erwarten, aber es gibt sie im heutigen Aventurien einfach nicht mehr und die Spuren sind doch extrem rar gesät, ja. Globulen oder Feenwelten, dass man sagt, da tauchen die noch auf, aber eben nicht mehr als regelmäßige Begegnung. Oh, und dann der namenlose Gott wurde ja in Ketten gelegt, aber er ist ja nicht, wie wir es jetzt kennen, ans Himmelszelt gekettet, sondern ein bisschen freier noch in dem, was er machen kann. Und
Er hat etwas vor, deswegen ist es ja auch der Äon des Namenlosen. Er hat ja erstmal was verloren, ehrlicherweise, denn genau das ist ja auch so, er wurde bisher immer als der Goldene bezeichnet und jetzt ist ihm der Name genommen worden. Deswegen ist er jetzt auch der Namenlose und das Ziel war ja von den Göttern, ihn aus dem Gedächtnis der Sterblichen zu löschen. Mit dem Namen hat es geklappt, mit dem Rest nicht ganz so gut, wie wir auch heute noch wissen, denn er ist ja weiterhin sehr präsent. Aber ja, genau, erstmal hat es eine große Veränderung gegeben und die Zatuaria und Charybda warnen auch immer noch sehr viel davor und sagen, hey, guck mal, damals ist alles schiefgelaufen, weil der Namenlose sich auch an viele Sachen nicht dran gehalten hat, das müssen wir jetzt besser machen. Aber ja, man hat ihn nicht ganz loswerden können, ja, das ist schon richtig. Ja, und dann kommen die sogenannten Kessel der Urkräfte. Zatuaria war ja sehr begeistert von einigen Kreaturen und hat ihn dann 13, hat, sie hat 13 große Kessel erschaffen. Was sind denn die 13 Kessel? Genau, erfährt man das auch gar nicht. Es wird nur erwähnt, dass sie in ihrer Beschaffenheit und Form und dem, was sie vermögen, ganz unterschiedlich sind, so wie sie eben auch unterschiedlichen Völkern anvertraut werden. Das heißt dann, ein Kessel habe eher die Gestalt eines großen Tales und andere sind vielleicht tatsächlich eher kesselartig. Die Zahl 13 ist so ein bisschen verdächtig, ne, im Zusammenhang mit dem neuen Aventurien, obwohl man die 13 ja stets dem Namenlosen als Zahl zuordnet. Aber es heißt eben, dass auch die Völker ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Die einen, die das eben genutzt haben, eben auch um selbst Leben oder Gedeihen zu erschaffen, andere aber auch, die das genutzt haben, um eben zum Beispiel Kampfkreaturen zu erschaffen oder damit eben wieder anderen Völkern zu schaden, sodass sich wieder mal zeigt, wie so oft auch, wenn die Unsterblichen handeln, das gut gedacht nicht immer auch dazu führt, dass was Gutes am Ende dabei rauskommt. Genau, was da vielleicht noch den einen oder anderen Veteran oder Veteranin natürlich klar ist, die Kessel sind immer mal wieder in der Geschichte aventurischer Abenteuer aufgetaucht. Mindestens bei drei großen Kampagnen haben sie eine Teilrolle gespielt. Ich behaupte mal, sicherlich noch nicht auserzählt, die Geschichte um die Kessel, aber sind extrem spannende Artefakte, weil sie auch so voller Macht natürlich sind. Ne? Das sind wirklich die so Nonplusultra-Artefakte, die vor Urzeiten von göttlichen Wesen geschaffen wurden. Und es gibt halt den ein oder anderen Person auch heute noch, die ein bisschen damit umgehen kann. Und das ist natürlich eine Quelle der Macht, die man nicht unterschätzen darf. Ne? Aber was sind denn das für Kessel? Sind das einfach so wie Kupferkessel, sage ich mal, oder Eisenkessel? Oder was sind das? Es gibt von einem Kessel genau so eine Beschreibung, dass man sich das wie so einen großen Kessel über so einem Feuer vorstellen kann. Aber wie David schon sagte, der eine ist auch beschrieben als, hat eher die Ausmaße eines Tals. Und das ist ja auch in einem Abenteuer, der im Detail da beschrieben wird. Und das ist ein Tal. Also wirklich ein echt großes Tal ist dieser Kessel der Urkräfte, ja. Also für Götter sind Kessel nicht gleich Kessel. Ja, aber die Kessel, die es da in den vergangenen Kampagnen gab, das waren dann wirklich, also wie du jetzt schon sagtest, der eine zumindest. Aber waren das alle denn so? Das Tal ist auch in einer Kampagne aufgetaucht, ne? Okay. Will jetzt hier nicht spoilern, das müssen wir im Nachkampf, wenn Fragen sind, aber ich weiß nicht, wer hier noch was spielen will, deswegen sollten wir das mal. Welche Kampagne ist denn das? Oder wenn ich euch das nicht sagen darf, dann müssen wir es kurz weghören, das ist die Drachenchronik. Okay. Also DSA 4. Ja. Also wir hatten am Anfang mal gesagt, bis DSA 4, einschließlich DSA 4 spoilern wir einfach grandios durch. Da können wir ja bei der E hinkommen. Anderen Kessel in der Borberat-Kampagne und in Filiasson, wo die anderen beiden auftauchen, der auch unkritisch dann, ja. Ja. Okay, na dann bin ich ja mal gespannt, wenn wir dazu kommen, wo die kommen. Gut, wir haben die Kessel und Kessel können ja ganz groß werden und große Personen sind auch Trolle. Und es gibt noch gerade einmal 3 Dutzend Trolle. Aber 10 davon sind bis heute namentlich bekannt. Welche sind denn das und was haben die denn gemacht? Die Namen würde ich jetzt nicht vorlesen, weil das alles trollische Zungenbrecher sind, aber es sind halt die Urväter, wobei es gibt, glaube ich, auch 2 Mütter oder 1 oder 2, meine ich, ne? Also die Urtrolle, ich mache es einfach, der Trollstämme, die man hinterher entwickelt hat. Ne? Also wirklich, das sind so die Stammesväter und ich meine, wie gesagt, da ist auch mindestens eine Frau bei gewesen und aus diesen stehen das, und das weiß man das eben heute noch. Ja? Also es gibt ja auch viele trollische Rituale, dass man immer den Namen des Vaters oder der Mutter und dann anschließend wieder annimmt, also da sind die noch überliefert und das sind einfach die Stamm oder Sippen, ich weiß gar nicht, wie es bei den Trollen heißt, gehen eben auf diese Trolle zurück. Mhm. Mhm.
Nee, wo tatsächlich die, doch, es scheinen doch nur Männer zu sein, aber ich bin mir nicht sicher, es gibt doch auch diese ein oder zwei Trollstämme von heute, die eigentlich sehr frauendominant sind. Aber okay, das, damals waren es nur Männer, die Urväter. Naja, also ich weiß nicht, Malma, Tratsch, Tampa, Ampf, Tapatsch, Taschkopf, das sagt mir jetzt weder, dass es männlich oder weiblich sind, ne? Ja, es ist nur in der Historie von den Urvätern die Rede, deswegen ist das ein Indiz. Okay. Oh, einer heißt Tolpatatsch. Gefällt mir schon mal. Ja, die haben wieder ein paar Siedlungen gegründet. Mhm. Und ich finde es interessant, hier heißt es, aufgrund ihrer Erfahrung mit den Namenlosen respektieren die Trolle zwar die Götter, halten sie aber zumeist von ihnen fern. Nur sehr wenige bemühen sich um eine Ordination und so werden in ihren Siedlungen zwar mitunter kleine Schreine zu Ehren von Göttern errichtet, aber es entsteht kein einziger einflussreicher Kult. Ich bin mal gespannt, wie das so zukünftig wird. Weil ich habe mal gehört, dass eigentliche Trolle immer noch Diener des Namenlosen sind. Und muss ja da nochmal was passieren. Oder passiert da gar nichts mehr? Wisst ihr das schon? Könnt ihr da schon mal einen kleinen Ausblick jemand geben? Also erstmal sollten wir nicht pauschalieren. Es gibt weiterhin unter den Trollen auch noch namenlose Anhänger, genau. Aber dass sie alle dazugehören, kann man nicht sagen. Ich bin da ehrlicherweise jetzt mit über das fünfte Zeitalter gerade nicht hinaus. Weiß nicht, David, ob du schon was einen Ausblick geben möchtest oder kannst. Ansonsten kommt es ja später. Habe ich auch tatsächlich so, dass in den jetzt folgenden Zeitaltern die Trolle keine so große Rolle spielen. Das kommt dann auch erst wieder, also je näher wir in die Gegenwart, in die virtuelle Gegenwart rücken. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, dann kommt Ingrim. Er zieht wieder in das in diesem Zeitalter in die Götterfaste ein und was macht er? Er richtet nach langen Jahren in seiner Werkstatt seinen Blick wieder auf Aventurien. Und dann steht hier eine kurze Info, also unser Riesen, das unsterbliche Wesen Calvin berichtet hier, dass eben, dass er sie gehört hat, dass der Gott Akan Zin die Gunst der Stunde der nutzte und nach Tarun vordrang. Dort soll er die Ingrim geschaffene Sonne Glost zerstört haben und die Herrschaft über die Hohlwelt an sich gerissen haben. Und von dort aus ein anhaltender Zwist mit den Bewohnern der Götterfeste Alvaran zu beginnen. Mit Gewissheit kann Calvin das nicht sagen, aber ich bin mal gespannt, ob jetzt hier Tarun nochmal weiter erwähnt wird in den nächsten Zeitaltern. Ich muss mich da an Calvin halten. Ich habe es auch mit Tarun nicht so, sondern mein Augenmerk liegt auch auf Aventurien. Deswegen habe ich das mit Interesse gelesen, was da stand. Was mir aber immer die... Ich frage, es gibt ja noch... es gibt ja noch Myranor. Die haben da dann doch die gleichen Götter, die heißen nur anders, oder? Weißt du jemand was? Ja, also in Myranor wird ja meistens die Oktade verehrt, also die Achtheit der Götter. Und in Tarun gibt es meines Erachtens auch acht Götter nur. Das sind aber, die sind nicht immer deckungsgleich. Also mit den, mit welchen von den zwölf Göttern. Es ist ja im zwölfgöttlichen Mythos ist es ja so, dass einige Götter quasi die güldenländischen Siedler mitgebracht haben und andere haben die Tulamiden, die schon länger dort siedelnden Tulamiden beigesteuert. Kann das aber auch nicht im Detail jetzt klären, aber ich meine, dass es also so gewisse Überschneidungen gibt jeweils bei den Gottheiten der verschiedenen Welten oder Globulen, die aber nicht völlig deckungsgleich sind. Ja, ich bin gespannt, ob hier das in der Historiker auch noch erwähnt wird. Aber gut, kommen wir zum Namenlosen. Er kann nicht auf derer wandeln, aber er hat noch genügend Kraft, um Auserwählte zu erschaffen. Und er schmiedet neue Pläne, weil das Schicksal, nur wie es ihm jetzt getroffen hat, damit muss man ja sich nicht abfinden. Göttliche Kraft ist ihm weitgehend verwehrt, aber naja, er ist uralt und unsterblich. Lange geduldig. Sucht er Verbündete und Anhänger? Wen hat er denn da so gefunden? Wen sucht er denn da? Zunächst tatsächlich so, dass viele der alvaranischen Götter oder Götter mit einem Sitz in Alvaran ihn schon so ein bisschen abgeschrieben haben und nicht mehr ganz ernst nehmen und deswegen auch gar nicht mitbekommen, was da so ein Stück weit im Verborgenen geschieht. Dass er eben auch, also ohne Namen und ohne einen großen Teil seiner Macht weiterhin Anhänger um sich sammelt und
Er greift dann zu einer Möglichkeit, die wahrscheinlich auch die anderen Götter nicht vorhergesehen haben. Er wendet sich nämlich an die, die vor ihm schon ausgestoßen sind, also die in der siebten Sphäre hausen, einmal den Dämonensultan als Erzbösewicht, sage ich mal, und dann aber auch an jene unsterblichen Wesenheiten, die zu seinen Anhängern zählten und die nach seiner Niederlage auch dorthin verbannt wurden und zum Teil nochmal jetzt auch eine Veränderung erfahren haben, dadurch, dass sie eben diesem Chaos und diesem Bösen, sage ich mal, ausgesetzt waren. Und ja, das scheint so ein schleichender Prozess zu sein. Calvin ist ja auch mit den Zeitangaben immer so ein bisschen Fußballmeister, schwer zu sagen, hat das jetzt 100 Jahre gedauert oder 100.000 Jahre. Aber es scheint doch einen längeren Zeitraum gegeben zu haben, wo ja keiner der anderen Götter bemerkt hat, was der Namenlose tut und wie er neue Bündnisse schmiedet, sodass sein Schlag dann doch recht überraschend kommt für die Götter. Für mich ist auch mal diese Erläuterung hier, dass es diese Unsterblichen gibt, die sich dann mit dem Dämonensultan zusammentun am Ende und Bündnisse, also seine Lakaien sind, sag ich mal, die sich teilweise zu eigenständigen, machtvollen Kreaturen des Chaos, so ist die Formulierung, gewandelt haben. Das ist eigentlich die Erklärung dafür, aus meiner Sicht, warum es heute eben noch Dämonen gibt, die dem Namenlosen zuzuordnen sind. Normalerweise sortiert man ja Dämonen eher einem Erzdämon zu oder einem anderen machtvollen Dämon, aber Wunder, der Namenlose, der ja nur erstmal ein Gott ist, auch wenn kein guter Gott heute, der über Karma verfügt, hat plötzlich auch Dämonen. Und ich denke, das ist hier so ein bisschen die Herleitung, woher dann Raqualot und Co. am Ende des Tages kommen, ne? Ja. Ja, sie waren einfach ja, zu mächtig, um sich zu unterwerfen. Gut, wir haben ein neues Bündnis geschmiedet und ja, was möchten Sie? Wahrscheinlich die Welt brennen sehen. Aber Sie sind doch noch in der siebten Sphäre gefangen, da kommt doch keiner durch, oder? Wie sind Sie denn in die dritte Sphäre gekommen? Ja, sie können halt so einen Riss in den Sternenwall ja wieder eröffnen, sage ich mal. Ne? Also es gab ja schon diesen Riss beim letzten Mal, als es Ärger gab, sage ich mal so. Den haben die Götter dann geschlossen. Aber es heißt hier von Halvin, der hat noch eine Schwachstelle. Genau. Dort versuchen sie gemeinsam diesen Riss wieder zu öffnen und ja, einfach alles zerstören, was geht, mit der Besonderheit, dass der Dämonen-Sultan nicht mit in die Welt herein möchte zur Zerstörung, aber ein mächtiges Artefakt schafft, was eben, ja, ich sag mal, einen Großteil seiner Macht mit transportieren soll, damit auch der Sieg über das Gute hier am Ende erfolgen wird. Eine Kontrollfunktion zu haben, also dass es quasi dann ermöglicht, diese chaotische Vielfalt und diese Unkontrolliertheit der Dämonen so ein Stück weit steuern zu können, weil das eben dieses Herrschaftsinstrument dem, der die Krone trägt, ermöglicht, den Befehl kontrolliert zu haben über die dämonischen Wesenheiten. Und die 13 gehörnte Dämonenkrone ist tatsächlich ein Artefakt, das auch in späteren Zeitaltern uns noch wieder begehen wird. Sie wird immer ein bisschen kleiner, also es brechen immer mal ein paar Zacken ab, aber ein paar Hörner. Aber das ist ein Artefakt, was eben ja tatsächlich auch in der zwölfgöttlichen Überlieferung, also in der aktuellen aventurischen Menschen auftaucht und eben ja immer wieder von besonders bösen Entitäten oder Wesenheiten getragen wird und quasi Quell ihrer Macht ist. Genau, nicht nur das, sondern auch zusätzlich bekommen die mächtigsten Diener des Dämonen-Sultans auch das sogenannte Frevler-Gewand hier. Auch dieses finden wir heute noch wieder in einigen Publikationen und ist auch, ich sag mal, eines der mächtigsten oder vielleicht das mächtigste Artefakt, was einem Erzdämon heute zur Verfügung steht. Und nicht jede von ihnen, aber einigen von denen, womit sie ihre Paktierer in Aventurien ausstatten können. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie diese göttlichen Talismane, also das Schwert Amalion, das quasi geweihte Rondras herbeirufen können in Zeiten der Not und ähnliche. Also der Stab des Vergessens, den die Boronkirche bis zu dessen Zerstörung besaß. Also ja, ein sehr mächtige Artefakte, die eben in Zeiten der besonderen Not oder Herausforderung zur Hilfe gerufen werden können. Und ist dieses Gewand denn ja, was zum Anziehen oder was ist das? Also die Teile, die bekannt sind, sind tatsächlich etwas zum Anziehen in dem Sinne. Also also heute kennt man zum Beispiel den Mantel der Charybdoroth, was wirklich so ein fließender Mantel ist, den man sich in Paktierer umlegen kann. Das schon, aber ist natürlich alles am Ende des Tages nicht irgendwie nur ein schicker Fetzen Stoff mit irgendeinem Zauber drauf, sondern schon wirklich pure dämonische Macht, würde ich es mal nennen. Ne? Ja. Okay, also, der. Es gibt Ärger.
Genau, es gibt Ärger im Paradies sozusagen. Der, wie heißt denn der? Der Dämonenfürst, dieser hat seine Armee geschickt und ist dann selber auch mit, also er und der Güldene sind dann beide in Aventurien, in die dritte Sphäre eingebrochen, oder wie ist es passiert? Wie gesagt, der Dämonensultan hält sich raus erst einmal, gibt nur diese Krone mit, aber die Horden brechen dann in die dritte Sphäre ein und die Götter rufen alles, was ihnen einfällt, um dagegen zu halten, und wieder einmal wird das, was gerade durch die vielen Kreaturen Zatuarias und Charybdas erschaffen wurde, dann doch wieder zerstört und verheert. Diesmal aber eher durch den dämonischen Einfluss, ne? Und nicht durch, also klar, die Götter halten dagegen, da gibt's wurde natürlich viel zerstört, aber es ist das dämonische Chaos, was dieses Mal den Unheil anrichtet, ja. Und wie es geschildert wird, scheint es auch so zu sein, dass die Menschen selbst, also die sterblichen Wesen, ungeachtet der Fähigkeit zur Magie, die jetzt einige von ihnen haben, und auch dieser Ordination, also der Fähigkeit, kamales Wirken zu tun, dem überhaupt nicht gewachsen sind. Also es braucht tatsächlich wieder das Eingreifen der Unsterblichen, um das überhaupt entgegenzutreten. Also es haben sich alle zusammengetan, um gegen die Dämonen zu kämpfen. Unsere Riesen. Erzählt etwas noch von der, hier, seit jener Zeit sehe ich das in der Welt Wurzeln, was ich den Dämonenbaum nennen will. Allerdings bin ich mir durchaus unsicher, ob diese Verästelung nicht schon seit jener Konfrontation durch die Schöpfung wächst, die er heute Gigantenkriege nennt. Frage ich mich natürlich, kurzer Ausblick, was ist der Dämonenbaum? Auch in einigen Sphärenmodellen taucht das tatsächlich also wie ein Baum auf, der quasi quer wächst. Und man sagt, das Sphärenmodell, das moderne aventurische Sphärenmodell, soweit es die Gelehrten erforscht haben, ist ja oft so zwiebelförmig, ne, mit verschiedenen Schichten und Schalen. Und der Baum wächst dann quasi quer dadurch. Und die Vorstellung ist, glaube ich, tatsächlich, dass das so eine Verbindung auch ist. Ne? Der Baum, der wurzelt in der zweiten Sphäre, meine ich, und wächst hin in Richtung siebte Sphäre. Und ist quasi, ja, wie sein wucherndes Ungetüm, das eine Verbindung schaffen soll, auch zwischen den Sphären, aber eben im Schlechten. Hm. Und das also, eben, ja, auch den, ja, die Limbuswächter versuchen, eine Ausbreitung zu verhindern, sodass es eben nicht größer werden kann. Ich muss aber gestehen, ich finde es tatsächlich etwas widersprüchlich, die unterschiedlichen Quellen, die es dazu gibt. Das ist nicht so ganz einfach und widerspruchsfrei zu erklären, was der Dämonenbaum ist. Aber es ist auf jeden Fall etwas Schlechtes, das steht fest. Also der Dämonenbaum laut dem Modell der Sphären, von der, den wir hier auch sehen können, hat die Wurzeln wirklich in der dritten Sphäre, also in Dere und nicht in der zweiten. Ah, okay. Ich bin aber auch bei David, dieses Dämonenbaummodell. Auf Bildern habe ich es gesehen, aber so recht ist es nicht greifbar, finde ich auch. Ja. Also. Aber es soll uns auch nicht zu sehr stören und wir sollten uns nicht zu sehr am Dämonenbaum hier aufhängen. Genau. Aber es kommt etwas anderes Dämonisches. Und zwar die fürchterlichste Waffe des Dämonensultans. Der Omegaterion. Oder wie man ihn auch immer ausspricht. Was ist denn das für ein Vieh? Ja, das ist die vielleibige Bestie, die auch viele, oder gerade Veteranen des Schwarzen Auges noch gut kennen. Denn Überreste von dieser Waffe haben bis heute überdauert. Die gute Nachricht ist, ja, ich sag mal so, die schlechte Nachricht, so muss man anfangen, die scheint unbesiegbar zu sein. Ne? Sie zerstört alles, was man machen kann. Es ist, ich glaube, die Formulierung ist sogar, dass der Dämonensultan da viele mächtige Unsterbliche zusammengebunden hat in diese vielleibige Bestie. Und es scheint erst so, als könnten selbst die Götter nicht viel dagegen machen. Dann gibt's auch eine sehr schöne menschliche Deutung am Ende des Tages, was damit passiert ist. Aber es gelingt, dass sich die Götter zusammentun können, um das Omegaterion zu bekämpfen. Allerdings ist es so tödlich und zerstörerisch, dass es erstens nicht völlig vernichtet werden kann, sondern selbst mit dem Sieg der Götter schlummern Teile dieser Bestie weiter über ganz Aventurien verstreut. Und außerdem trifft es auch einige der Götter, die
ja, zwar nicht sterben, denn es sind ja Götter und unsterblich, aber die zumindest in einen ewigen Schlummer schwinden. Und zwar sind das Hazafar, Mithrida und Sokramor. Und ja, wenn man jetzt so ein bisschen sich in der aventurischen Geografie auch auskennt, dann sind das zufälligerweise auch die Namen der drei Sichelgebirge. Und deswegen in der menschlichen Überlieferung ist es so, dass die drei sich zu Schwertern schmieden lassen und von Ingerim, Rondra und Chor ist es, okay, genau, geführt werden, um diese Bestie wirklich zumindest auch in einen Todesschlaf zu schicken. Und dann aber eben, weil sie selber dadurch das Gift der Bestie so vernichtet werden, als Gebirge auf Aventurien fortan liegen bleiben. Also diese Verbildlichung der Menschengeschichte trifft auch auf das, was Ralvin erzählt. Wir haben hier drei Götter, die danach ja quasi von der Bildfläche verschwinden. Die noch irgendwie da sind, weil sie Götter sind, sterben sie nicht, aber die eben nicht mehr aktiv in den nächsten Zeitaltern eingreifen können. Mhm. Also ein teurer Preis, dieses Omega-Therion zu besiegen. Ja. Man muss auch sagen, das Omega-Therion wurde am Anfang gar nicht besiegt, sondern es hat die sie selber besiegt hat, in sich aufgenommen und wurde immer größer und immer größer und immer größer. Mhm. Und dann war es irgendwann so groß, dass es sich geteilt hat. Und das war ja dann der Teil, wo sie denn das sozusagen die kleinen Teile dann platt machen konnten. Und naja, platt machen nicht, sondern ja, einschrecken könnte. Und ein mächtiger Teilleib des Omega-Therions wird ja Bahamut genannt. Er hat die Gestalt eines riesigen Meeresungeheuers, wobei seine Form so wandelbar ist wie das Wasser. Und da hatten sie extreme Probleme zu besiegen, aber erst Charybda hat es gelungen, das Wesen in einen Hinterhalt zu locken und in einen Kerker zwischen den Sphären einzusperren. Und ich würde sagen, die Meere wären nicht das, wenn wir Charybda nicht hätten. Ja, ist eine eigentlich sehr, sehr spannende Geschichte, gerade aus heutiger Sicht. Gut, wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit, die jetzt auf jeden Fall spoilern, habe ich gerade gelernt, mit einem großen Abenteuer Bahamuts Ruf, da ist ja der Name schon Programm, viel mehr über Bahamut kennengelernt. Aber Bahamut, das Meeresungeheuer und Charybda, wenn man sie mit der heutigen Charybdoroth in Verbindung setzt, das sind ja alles die Bösen, mal aus heutiger Sicht in Anführungszeichen, dass also ursprünglich Charybda auf der guten Seite war und diesen Bahamut, der ja später irgendwie auch als ein Gefolgsmann von ihr vielleicht von einigen gesetzt wird, erst in diese Falle gelockt hat, ist tatsächlich eine sehr interessante Sicht, die Ralvin da vertritt an der Stelle. Und klar, Charybda war damals eine, also mit Satuaria zusammen die oberste Richterin, die Gute, die will natürlich so einen Bahamut erst einmal loswerden, denn der ist eine schwere Bedrohung für die Schöpfung. Ne? Mhm. Jetzt ist es ja so, Bahamut wurde besiegt, eingesperrt, die anderen Teilleiber auch. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ja für Gesprächsstoff auch unter Spielern lief, weil das eher, ja, weil es nicht so bekannt ist in der inneraventurischen Welt, aber Nandos ist neugierig und ist ja erst einmal nichts Schlimmes, aber was passiert mit ihm? Also, war er zu neugierig? Ja, es scheint ein bisschen so gewesen zu sein. Der hat dann so eine, ich würde mal sagen, Sinnkrise, weil er sich, es scheint so ein bisschen, als wäre er so gefangen oder gespalten zwischen den verschiedenen Parteien, weil seine große Neugier auch auf diese Wesen des Chaos, diese dämonischen Wesen, die in die Welt hineinströmen, ihn beschäftigt und gleichzeitig auch sein Wissen, die Notwendigkeit, dass er eigentlich die Welt, die Schöpfung nur bewahren kann, indem er ja das da Eindringende zerstört. Und er scheint das zu lösen dadurch, diesen inneren Konflikt, dass er sich selbst aufteilt oder aufspaltet in zwei Wesenheiten im Grunde. Eine, die ein Stück weit sympathisiert mit den eindringenden Dämonen und eine eben, eine Seite, die sie bekämpft. Ja, und wie du schon sagtest, das hat tatsächlich zu einem gewissen Aufschrei gesorgt, diese Setzung in dem Werk, also vielleicht zu zagefällig, hier was Neues zu probieren. Wobei mir sehr wichtig ist, nochmal zu sagen, das ist, und das hat ja auch die DSA-Redaktion mehrfach betont, das ist Halvins Sicht auf die Dinge. Ja, es ist nicht so, dass hier diese unabdingbare Weisheit, die man vielleicht Ulrich Kieso seinerzeit selber sich überlegt hat, wie auch immer, warum es unumstößlich sein soll, dass das Hesinde die Mutter von Nandos ist und so muss es doch sein. Hier interpretiert Halvin ihre Sicht der Dinge. Ja, das hat dadurch natürlich ein sehr hohes Gewicht und es wird mit Sicherheit was dran sein, weil warum sollte Halvin so viel Unsinn erzählen?
aber nehmen wir es doch mal als Ingame-Quelle auf von einer sehr mächtigen Person, die sagt, so muss es gewesen sein, und dann mag jede Spielrunde für sich überlegen, wie sie damit umgeht. Tatsächlich und, ist ja so, dass es gewöhnlich bei den Gottheiten, die gefallen sind oder eingeschlafen oder sich verwandelt haben, dass dann auch deren Fähigkeit zur Ordination oder zur Vergabe von Kamala Kraft geschwunden ist, während das ja weiterhin in Aventurien auch in der modernen Zeit Nandos Geweihte gibt. Das ist so ein bisschen auch ein unaufgelöster Widerspruch, wenn denn die Gottheit sich eigentlich in zwei andere Wesen verwandelt hat. Warum gibt es das noch? Das lässt, finde ich, auch sehr viele Deutungsmöglichkeiten offen. Mhm. Ich glaube ja, für Nandos gibt es doch noch mal ein extra. War den nicht ganz am Anfang mal besprochen? Oder hatten wir bis jetzt mal so intern mal drüber gesprochen? Ich habe auf jeden Fall irgendwo gelesen, es gibt eine Regel in der aventurische Erklärung, warum es noch kamale Energie von ihm gibt. Eine Theorie ist, glaube ich, dass es noch so Restbestände gibt, die noch irgendwo rumwabern und dann bei Bedarf abgezogen werden können. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das ausgerechnet bei Nandos so, aber nicht bei anderen Gottheiten, die gegangen sind. Zumal das fünfte Zeitalter jetzt ja auch aus Perspektive des zwölften Zeitalters schon wirklich lange zurückliegt. Mhm. Nandos hatte ja also in den frühen Zeitaltern oft eine sehr privilegierte Stellung. Er war ja seit dem zweiten Zeitalter einer der Berater des obersten Richters, also quasi die rechte Hand des Chefs sozusagen. Eine Aufgabe, die auch Plaus zeitweise innehatte. Von daher war er schon eine durchaus einflussreiche Wesenheit unter den alvaranischen Gottheiten. Aber wenn man diese Deutung, die Riesen hier aufzeichnet, dass er eben seit dem fünften Zeitalter nicht mehr ist, ist ja schon die Frage, wie lange haben diese Restbestände an Kamala Kraft denn noch weiter gewabert, über wie viele Zeitalter hinweg, und warum ist das bei anderen göttlichen Wesenheiten nicht der Fall gewesen? Mhm. Gut, Nandos hat sich ja geteilt, einmal in Hesinde und in wen noch? Ja, die Person wird hier erstmal mit Amazeran benannt, die ja Erkenntnis als Ziel und Zweck des Daseins sieht und eben, ich sag mal, die dunkle Seite der Neugier ist, die, wo es auch heißt, wo Calvin vermutet, dass sie auch durchaus mal öfter auf Seiten der Dämonen angegriffen hat, in den Streit, damit sie die Dämonen noch ein bisschen studieren kann und versteht, was sie eigentlich tun. Und sehr schwarzmagische Sicht vielleicht von heute, wenn man das mal auf das 12. Zeitalter beschränkt, dass man sagt, ich muss doch erstmal alles kennenlernen, ich muss doch wirklich alles wissen, worum es da geht. Also diese ja, Neugier ohne Grenzen und ohne Schamgefühle oder wie immer man das nennen möchte, ja. Und auch das Wissen teilen, wenn jemand fragt, gibt man ihm das Wissen. Ja, also da wird ja selbst bei Hesinde durchaus, gibt es da ja Unterschiede, ne? Das ist ja auch nicht so. Hesinde ist ja auch unklar, ob sie wirklich alles Wissen gerne teilen möchte oder nicht. Grundsätzlich ja, aber was ist denn mit geheimem und dunklem Wissen? Will man das auch teilen? Also das, ja, ein bisschen schwierig immer. Mhm. Die schleichende Wandlung gewesen sein. Also Amazeran ist dann nicht quasi sofort Erzdämon und zieht in die Niederhöllen, sondern er taucht ja im fünften Zeitalter und auch im kommenden sechsten Zeitalter weiterhin noch als göttliches Wesen auf und erst danach wandelt er sich quasi so vollkommen, dass er sich der Partei der Niederhöllen anschließt und dort quasi heimisch wird. Mhm. Hier muss man noch sagen, im Verlauf der Zeitalter, die beiden inkarnieren immer zugleich. Wobei hier auch ein paar Jahrzehnte Abweichungen für Kreaturen, wie sie sind, doch schon als zugleich gelten. Und ihn kennen wir unter anderem unter dem Namen, den ersten kann ich nicht lesen, Nshsakshishesh, den die Ptolemiden Encharagezi nennen, oder wie die allgemeinere bekannt unter dem Namen Borberat. Ja, jetzt bist du aber einen Schritt zu weit an der Stelle, denn das ist jetzt nicht mehr die. Also dann haben wir es vielleicht, oder wir sind gerade ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich hatte mich noch drauf bezogen, und David glaube ich auch, auf Hesinde und Amazeran, an die sich Nandos aufspaltet. Aber die Alvaraniare des Wissens, die wiederum beschreibst du gerade, das sind genau die immer etwa zu gleichen Zeiten inkarnieren und die uns durch die Zeitalter verfolgen werden. Aber das sind nicht die Entitäten aus Nandos herausgeboren, sondern ihre Alvariane eben. Und ja, gut zu wissen, weil der bekannteste Name von ihnen ist genau Borberat auf der bösen Seite und natürlich dann Rohal als der positive Albania. Ja.
Jetzt habe ich es auch, ich habe mir irgendwie überlegt, irgendwie ist komisch, aber wenn das da so, wenn ich das da so gelesen habe, aber dann habe ich das da falsch interpretiert. Schon mal gut, dass wir drüber gesprochen haben. Mhm. Jetzt müsst ihr dann noch kurz erklären, was sind nochmal genau die Alvaran? Ist das auch, also wenn man, das sind sehr, sehr mächtige Diener der Gottheiten, unter Umständen auch deren Gesandte dann in der dritten Sphäre, aber also das sind, die meisten Gottheiten haben zumindest einen Alvaranjada, eine Alvaranjarin, die ihnen quasi zur Seite steht und quasi auch als Verkünder oder als Herold der Gottheit oft deren Willen offenbart oder auch eben in die Schlacht geschickt wird, wenn es etwas zu tun gilt im Auftrag der Gottheit. Der Begriff ist auch so ein bisschen dadurch schwer einzugrenzen, weil eben in der zwölfgöttlichen Überlieferung das so ein bisschen auseinandergeht und da manchmal auch die Grenze zwischen dem, was quasi ein Halbgott ist, was ein Alvaranjar ist und was ein Heiliger ist, nicht so ganz trennscharf ist. Aber vielleicht lässt sich am ehesten sagen, dass das eben ein sehr mächtiger Streiter oder Vertreter der Gottheit ist. Also man kann sagen, sozusagen das mächtigste Geschöpf eines Gottes ist dann der Alvaranjar. Ja. Und hier hat es ihn also wie den Gott selber auch zerrissen. Und wir hatten die zwei. Okay, und die zwei haben dann immer wieder mal als Borberat und Ruhal. Treten in Aktion gewissermaßen auf Aventurien selber und man kann, gerade bei Borberat kann man natürlich selber Zeitzeuge werden, man kann auch in vielen Spuren von denen wiederfinden ansonsten. Ne? Ja. Okay, der Dämonensultan, die Heere des Dämonensultans sind zerstört. Interessanterweise, der Dämonensultan dann selber ist nicht in die dritte Sphäre gekommen, sondern er blieb in der... Der wusste, was ihm blüht. Wahrscheinlich. So, nun haben wir einen Riss zwischen den Sphären. Wir haben einen Namenlosen, der das zweite Mal besiegt wurde. Was macht man nun? Was haben die Götter sich jetzt dann ausgedacht am Ende des... Wenn du es so beschreibst, erinnert mich an so ein gutes, altes 80er Jahre Textabenteuer am Computer, ne? Benutze Riss mit Namenlosen oder sowas, ja. Genau, das ist es, ne? Die Götter entscheiden, dass sie den Namenlosen quasi an den Riss heranketten und so den zu schließen. Und er wird an die, zwischen die Sphären gekettet und soll den Riss. Das ist ja das Ziel und hoffen wir, dass es funktioniert. 13. Zeitalter steht uns hier noch bevor. Genau. Sind von mal spannend. So, das fünfte Aeon endet damit, dass der Namenlose in den Riss gekettet wird und damit jeden Dämon den Zugang verwehrt. Und ja, Karmakorteon, die Namen, die machen mich fertig, ist nun, ja, wird nun neu gewählt, beziehungsweise bestimmt. Wer wird denn... Ja, das neue Oberhaupt der Götter. Ja, wir sehen eine Fulminatkehr von Preis, der sich jetzt in bester Oppositionsmanier hinstellen kann und gesagt, mit mir wäre das alles nicht passiert. Und man nimmt es ihn ab und ernennt ihn quasi zum obersten Richter und obersten Herrn der Götter. Gut, wir haben den obersten Ritter, der Götter Herold bleibt Bülhara. Und Charybda erhält das Amt der Hüterin des Wassers. Behält. Hat es vorher auch schon gehabt, genau. Was habe ich gesagt? Erhält, aber es bleibt da. Ja, Charybda bleibt weiter. Ja. Genau, bleibt weiterhin Wasser. Firon löst Irfirn als Herr des Eises ab. Angrosch, oder hier Ingrim genannt, bekommt zum Feuer noch das Erz hinzu, aber teilt sich dieses Doppelamt mit Rotschweif, einem Unsterblichen. Wer ist denn Rotschweif? Ein Wesen zu sein, das eben ja mal Erwähnung findet als Fußnote in den Überlieferungen der Riesen, aber sonst keine so prägende Rolle gespielt hat. Das ist ja tatsächlich so, wenn man sich jetzt die Sitze in Alvaran anschaut und schaut, wer da Platz nimmt, dann sind ja von den 12 Göttern, wie sie vom typischen Aventurier verehrt werden, da nicht mal die Hälfte vertreten. Ne? Wir sehen Praios, wir sehen Firun, Ingrim und Perrine. Aber damit hat sich's im Grunde auch schon. Die anderen bekannten Namen tauchen da noch gar nicht auf. Und
Mit, ja, dafür gibt es dann einige, die uns später in anderer Funktion, also die dann Verehrung finden bei anderen nichtmenschlichen Völkern, zum Beispiel Prazorak und Tairach bei den Orks, die in deren ja, Glaubensvorstellung die mächtigsten Götter sind. Aber es ist eben doch, also man sieht, dass das fünfte Zeitalter in der Art, wie Alvaran bevölkert ist, noch sich deutlich unterscheidet von dem, was ja die modernen Aventurier kennen. Bin ich ja mal gespannt, ob Rotschweif, der auch als Herr der Vulkane gilt, uns in den nächsten Zeitaltern noch weiterhin begleiten wird. Neue Hüterin über den Humus wird Peraine. Und da sich Bratzorgard im Kampf gegen die dämonischen Kreaturen hervorgetan hat, bekommt er die Verantwortung über die Luft. Und das Amt der Lebensspenderin wird Mokosha übertragen. Und ja, Anandus existiert ja nicht mehr, aber Hisinde und Amazaran gelten in dieser Zeit ja nicht so als sehr vertrauenserweckend oder auch wichtig genug. Ne? Sie sind ja nur die Hälfte, Halbgott, keine Ahnung. Deswegen übernimmt Tairach die Herrschaft über die Magie. Und hier entbrennt jetzt nochmal ein Streit zwischen den Göttern, die sich für den Tod verantwortlich zeichnen. Was ist denn da passiert? Naja, es gibt halt ja nach wie vor mindestens drei Top-Kandidaten mit Boron, Tairach und der ja, Targunitot, die wir heute ja als nicht mehr ganz so gut anerkennen, aber auch mit Bishtariel, Golgari und Niravin weitere Interessenten um diesen als Amt des Totengottes. Und jeder hat, ich meine, mal ganz unter uns, Tod ist Tod, ja, also deswegen, wo ist da der große Unterschied? Da braucht man schon überzeugende Argumente, warum man besser oder weniger gut ist. Und letztlich gelingt es wohl Boron tatsächlich, das mit einem Argument, nämlich diesem Vergessen, die Entscheidung zu gewinnen, dass er weiter in der Totengruppe bleibt. Ob er jetzt die Namen der anderen in Vergessenheit gebracht hat, weiß ich nicht, aber zumindest ist das sicherlich ein gutes Differenzierungsmerkmal für einen Totengott. Und Targunitot hatte ja auch nicht so die ganz gute Rolle gespielt, meine ich vorher in dem Angriff auch schon, da sie in der vierten Sphäre wohl da auch schon die ersten Untoten in dem Zeitalter erschaffen hat. Also sicherlich auch nicht die beste Ausgangslage, um nach Alvaran einzuziehen direkt danach. Ja, siehst du, das ist gute Erwähnung, die wir bis jetzt sträflich übergangen haben. Ich dachte, ich bring's nochmal ein. Ja, lobenswert, äußerst lobenswert. Also wir haben in diesem Eon das erste Mal Untote, die auf der dritten Sphäre ja umherwandeln, die wandelnden Toten. Jetzt schauen wir mal, wie es mit denen auch weitergeht. So, und damit sind wir in dem kurzen fünften Zeitalter schon durch. Wir sind über die Mythen der ja, der 12 Götter haben wir ja schon gesprochen, hat Raphael ja schon erzählt. Mit den drei Sicheln, die gelbe, die rote und die schwarze. Und so ist meine Frage an euch. Möchtet ihr noch was über das fünfte Zeitalter erzählen? Sollten wir da noch irgendetwas noch ein bisschen eingehen zum Schluss? Aus meiner Sicht nicht. Das ist tatsächlich ein eher kurzes Zeitalter und die Auswirkungen. Ja, werden wir aber noch miterleben und ja, gerade diese Geschichte mit den Sicheln ist eine super spannende und da glaube ich, die ist auch noch nicht auserzählt, ehrlicherweise. Aber das ist sowas, was so präsent in der Urgeschichte Aventuriens ist. Da bin ich mal gespannt, ob das nochmal aufgegriffen wird in nächster Zeit. Ja. Mhm. David, hast du noch etwas? Ich will viel noch hinzufügen. Also ich finde, man merkt schon einfach im Vergleich zum ersten, zweiten, dritten Zeitalter, wir gehen einfach voran und wir finden jetzt auch mehr vertraute Elemente oder eben Elemente, die auch, also der Namenlose zum Beispiel als prominenter Gegenspieler, der Dämonensultan, die Dämonenkrone, Entstehung von Borbarat und Rohal, wo man einfach sieht, das sind Elemente, die bis in die aventurische Gegenwart hinein noch eine stärkere Rolle spielen, vielleicht in der Vorstellung der Menschen, Elfen, Zwerge, Geschubsten in Aventur ein bisschen anders aussehen, als sie es von Calvin beschrieben werden, aber die auf jeden Fall noch Auswirkungen haben, die nicht nur irgendwann mal geschehen sind und dann irgendwie eine historische Fußnote sind. Hm. Und ich glaube, das wird auch weiter so sein, je näher wir eben der mit den Zeitaltern der Gegenwart kommen, dass eben da immer mehr Spuren auftauchen und Verbindungen. Hm. Ja, es ist jetzt auch so, dass die nächsten Zeitalter etwas kürzer werden und dann wieder länger. Da schauen wir mal, wie wir das dann machen. Als nächstes kommt ja das sechste Zeitalter und als Teaser dafür schon mal, es heißt das Volk des Praios. Sehr pathetisch. Absolut. Gut. Dann
Eigentlich wollte ich ja immer das Thema vorm Thema machen. Das habe ich aber mal wieder irgendwie vergessen dann doch. Und deswegen kommen wir jetzt zum Thema nach dem Thema. Was ihr so aktuell macht. Raphael, du bist gerade an etwas bei, was auch schon im Redax Insight angeteased wurde. Was machst du denn gerade? Ja, genau. Ich bin Teil von dem großen Autorenteam, die an dieser Anthologie mitarbeitet, die unter dem Arbeitstitel Diplomatie und Frieden läuft, wo es, Nico hatte das ja im Redax Insight bekannt gegeben, auch ein Stück weit darum geht, dass wir unseren Teil beitragen rund um das ernste Thema des Ukraine-Kriegs und wie wir damit umgehen können. Es wird eine, glaube ich, sehr gut. Ich kenne die drei Exposés logischerweise schon für die Abenteuer und bei einem bin ich auch mit dabei, wo es eben um Konflikte geht, die man idealerweise mal gewaltfrei lösen kann, wobei, keine Sorge, man darf auch zwischendurch kämpfen, wer das lieber haben wird, aber es soll immer einen sehr guten Weg des gewaltfreien Lösung geben und sind drei total unterschiedliche Settings und das kann, glaube ich, was, das wird, glaube ich, richtig gut, also da freue ich mich drauf. Bin ich gerade bei, kann noch nicht allzu viel verraten, was wir genau tun, aber ich sag mal so, zumindest für meinen Teil schon mal, wir beziehen uns direkt auf eine der neueren der DSA 5 Regionalspielhilfen, wollen da ein kleines Setting weiterarbeiten, was da gelegt ist, dass man auch sehr gut auf der Regionalspielhilfe aufbauen kann. Ja, spannend. Und David, bei dir ist jetzt der zweite Teil der Rabenkrieg-Kampagne für Foundry erschienen, habe ich gelesen. Gesehen. Ja, ich habe es gesehen, dass es erschienen ist. Reingeschaut habe ich noch nicht, aber freut mich auf jeden Fall, weil das doch noch so ist, dass viele, viele Spieler momentan einfach gezwungenermaßen oder auch freiwillig online spielen. Und ich glaube, da ist das tatsächlich eine ganz hilfreiche Möglichkeit. Und es sind tatsächlich auch nochmal einige Abbildungen und Karten hinzugekommen, die es in der gedruckten Version so noch nicht gab, wo ich auch schon gespannt bin, sie mal zu sehen. Das stimmt, wobei ich da nicht mehr viel zu beigesteuert habe. Da haben andere die Arbeit gemacht für die Foundry-Version. Ich habe sonst im Moment auch gerade gar nicht so viel auf dem Schreibtisch. Ich bin einer kleinen Artikelserie für den Aventurischen Boten. Der erste Teil ist schon erschienen. Da geht es um die Zarkirche und um deren zentralen, fast wichtigsten Tempel in Punin. Und wie die Kirche der sich stets erneuernden, ewig jungen Göttin damit umgeht, dass da schon relativ lange ein Kultzentrum da ist, das sich schon länger nicht mehr verändert hat. Das wird über die nächsten Boten noch weitergehen und wird zu Veränderungen führen, ganz im Sinne Zars. Ja, da bin ich ja gespannt. Meine Gruppe hat gerade das Donnerwach Teil 1 abgeschlossen. Sehr gut. Machen wir uns an Teil 2 und die Gruppe, in der meine Frau mitmacht, die sind noch mittendrin, die gerade in Lohwangen am herausfinden, was wie wo. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, so was sie so erzählt, wie es da so die Parallelen gibt und wie unterschiedlich die Abenteuer denn doch durch die Spieler und aber auch durch jeden Meister total unterschiedlich werden. Ja, das glaube ich. Finde ich immer sehr spannend und wir haben viel Spaß. Ja. Gut, dann ich danke euch beide für die Zeit und für die Expertise. Euch da draußen. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und Fragen, Wünsche, Anregungen gerne über einen der vielen Möglichkeiten zu kontaktieren. Kommentarfunktion, E-Mail, Twitter, Foren, Discord, irgendwo, wir sind überall. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, tschüss. Tschüss auch von mir, bleibt gesund. Nun sind die Runen geschmiedet.